Hackney Diamonds, das neue Album von den Rolling Stones, ist seit Freitag draußen und passenderweise dazu fährt ein Promobus quer durch Deutschland, welcher auch am Samstag in Essen Halt machte. Wir waren für euch vor Ort und das Ganze zeigen wir euch nach dem Intro. Moshpit Passion, you know, for the passion of the music. Herzlich willkommen bei Moshpit Passion auf YouTube, ich bin der Kario. Vielen lieben Dank, dass du hier eingeschaltet hast. Und was soll ich sagen? Ja, genau, die Rolling Stones sind zurück nach 18 Jahren. Endlich wieder ein brandneues Album. Hackney Diamonds ist ab sofort überall da erhältlich, wo es gute Platten gibt. Passenderweise dazu fährt ein Promobus quer durch Deutschland. Der Promobus hat am Samstag Halt hier in Essen gemacht. Wir waren für euch vor Ort, zeigen euch die ganzen Impressionen vom Pop-Up-Store, vom Merch und natürlich auch vom Bus selber. Doch bevor wir dort rübergehen, noch zwei wichtige Verbraucherinfos. Und zwar als allererstes, wir haben jetzt eine WhatsApp-Gruppe. Kommt da rein. Das Ganze ist so 100% kostenlos, so 100% anonym. Dort bekommt ihr exklusive Inhalte, Gewinnspiele, alles Weitere erfahrt ihr dort. Den Link habe ich euch unten angepinnt in den Kommentaren. Oder zweites, wenn ihr mehr zu den Rolling Stones wissen wollt. Ich war nämlich zu Gast beim lieben Raul in seinem Podcast. Was mit Rock und Vinyl? Die Folge, die ist auch jetzt, ja, kommt am Montag raus. Hier habe ich das unten verlinkt. Einfach mal draufklicken. Und ich würde sagen, wir machen uns jetzt auf Richtung Zeche Karl zum Bus. So, wir haben jetzt gerade hier am Parkplatz von der Zeche Karl geparkt. Jetzt gehen wir rauf aufs Gelände. Ich bin mal gespannt, wie viele Leute schon da sind, was da so gehen wird, ob Leute da sind. Oha Leute, schaut euch das mal an, da hinten steht der Tourbus. Eine große Schlange ist auch da. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal vom Nahen an. Hier ist Kario aus dem Off. Ich werde das ein oder andere hier kommentieren, was daran liegt, dass vor Ort die Musik relativ laut war, dass ich mein eigenes Wort nicht verstehen konnte. Ihr könnt es am Anfang hier sehr, sehr gut sehen. Das Wetter war gut, die Leute hatten Bock und kamen zahlreich. Der Pop-Up-Store baute gerade noch seine Sachen auf, kurz bevor es dann losging. Dort bekommt ihr exklusives Merchandise. Ich blende euch einmal hier die kompletten Gimmicks ein, sowie die Preise dazu. Ganz, ganz wichtig, die LP und das Tour-Shirt bekommt ihr nur dort auf der Bustour zu kaufen. Im Anschluss ging es dann für mich in den Bus. Der Bus hatte drei Ebenen. In der ersten Ebene war ein kleiner Kühlschrank, wo man sich ein kühles Getränk nehmen konnte. Ganz, ganz wichtig, umsonst, was ich sehr, sehr gut fand. Auf der zweiten Ebene konnte man das Album in voller Länge genießen, was sehr, sehr schön war. Drumherum gab es diverse Bilder, diverse Videos und eine Vitrine, wo zwei signierte LPs von den Stones drinnen lag. Natürlich das neue Album signiert, muss man dazu sagen. Und auf der letzten Ebene, auf der Dachebene, konnte man ein bisschen die Aussicht genießen über Zeche Karl, den Leuten, den Pop-Up-Store und sein kühles Getränk genießen. Der ganze Bus war natürlich im Stones-Design gebrandet. Ein sehr, sehr schönes Erlebnis, wie ich finde, gerade bei so einer legendären Band wie den Stones, die nun nach 18 Jahren Wahnsinn endlich wieder ein neues Album rausgebracht haben, welches zudem meiner Meinung nach auch übelst geil gelungen ist. Ihr wollt jetzt sicherlich wissen, was habe ich mir gekauft? Zum einen habe ich mir dieses schicke Tour-Shirt gekauft, wo nochmal hinten die Tourdaten von der Bustour drauf sind. Und ja, als Vinylsammler konnte ich natürlich nicht Nein sagen, um mir diese spezielle Ausgabe von Hackney Diamonds zu kaufen. Dieses Stück, was ist daran so besonders? Und zwar gibt es das normalerweise im Online-Store von den Rolling Stones zu kaufen. Kann man daher nur importieren lassen. War in der Regel auch so, dass die vergangenen Releases immer so auf 1000 Stück limitiert waren. Diese hier laut Discogs ist nun auf 5000. Limitiert. Ja, aber auch ratzatz ausverkauft im Online-Store. Diese Farbe wird jetzt auch exklusiv auf der Promotour angeboten. Und zwar handelt es sich hier um die RS Number 9 Carnaby Edition auf rotem Vinyl. Hier das neue Album ist immer was Besonderes. Hat man noch ein alternatives Layout als bedruckte in
Hülle finde ich immer sehr, sehr schick. Auch ein schönes Sammlerobjekt. Und was ich sehr, sehr schön finde, halt, ne, dass man auch noch Gimmicks on top bekommt. Wie zum Beispiel natürlich so klassische Sachen, wie zum Beispiel eine Postkarte. Die finde ich jetzt ganz unspektakulär. Aber was immer geht, und zwar hier, Sticker mit dem aktuellen Zungendesign. Und natürlich für mich, für meine Tasche, die Rolling Stones Zunge von Hackney Diamonds als Button. Und zu guter Letzt für alle Gitarrenspieler unter euch, na hier ein Plektrum auch noch mit der Zunge. Und was ich sehr, sehr schön finde, hier nochmal das Datum von Essen. Und ja, das macht das Ganze nochmal so ein bisschen persönlich. Ich verlinke euch hier nochmal die kompletten Tourdaten, auch nochmal unten die Webseite von dem Bus, wo der Bus demnächst halten wird. Ich bin auf eure Meinung gespannt zur neuen Platte von den Stones. Wie findet ihr das Album? Persönlich bin ich positiv überrascht. Wie meine ausführliche Review zum neuen Album ausfällt, das erfahrt ihr beim lieben Raul in seinem Podcast Was mit Rock und Vinyl. Das Ganze kommt am Montag online. Ich habe euch das unten verlinkt. Da geht es direkt zu dem Podcast hin. Einfach, wie gesagt, Montagabend draufklicken. Da ist die neue Folge online. Sowie kommt sehr, sehr gerne zu uns in die WhatsApp-Gruppe. Habe ich euch auch unten verlinkt. In dem Sinne, gehabt euch wohl. Viel Spaß mit der neuen Rolling Stones-Platte. Wir sehen uns garantiert sehr, sehr bald wieder. Gehabt euch wohl und ciao, ciao. Passion, you know, for the passion of music.